Wer schafft es, einen Putzeimer bei der M zu kaufen? Wahrscheinlich nur ich. So, hello, hello, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen DM-Haul für euch. Habt ihr euch schon fast gedacht, ne? Steht nämlich im Titel. Ich habe mir eigentlich auch fest vorgenommen, kein langes Intro zu drehen, aber ihr kennt mich, ich bin eine kleine Labertasche. Vor allen Dingen möchte ich vorab sagen, dass es vor 100 Jahren den letzten DM-Haul gefühlt irgendwie auf meinem Kanal gab. Ich bin so ein bisschen raus, also falls es irgendwelche Versprecher gibt oder Patzer, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass es nicht ganz perfekt läuft. Jedenfalls soll das Video als kleine Inspiration für euch dienen. Ich habe nicht alles an einem Tag gekauft, denn wenn ich zu DM husche, dann immer nur, weil ich ein, zwei Teile brauche, wieder rausrenne und dann geht es zu Hause weiter. Ich wollte jetzt aber unbedingt mal wieder ein DM-Haul abdrehen, eben als kleine Inspiration. Deshalb habe ich alles so ein bisschen gesammelt und zeige es euch sehr, sehr gerne in diesem Video. Also gut, naja, das mit dem langen Intro hat sich somit erledigt. Es war doch recht lang. Jedenfalls starten wir jetzt durch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und los geht's. Ich habe das Ganze unterteilt. Also ich habe einmal dekorative Kosmetik, ich habe Haushaltsprodukte und ein paar Sachen für den Liam. Und ich würde sagen, wir starten mit der dekorativen Kosmetik. Ich habe mir jetzt auch endlich mal, wow, guten Morgen, liebe Heidi, die Mascara von Essence gekauft. I Love Extreme Mascara. Die gibt es gefühlt schon seit 100.000 Jahren. Ja, also schon zu meinen Anfängen auf YouTube gab es die. Ich habe sie mir jetzt gekauft. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Bürstchen klarkommen werde, weil es doch sehr dick ist. Ich habe hier meine Liebsten mal mitgenommen, die ich aber fast aufgebraucht habe. Also in der ist noch ein bisschen was drin. Die Lash Paradise Mascara eben von L'Oreal. Und ich habe auch noch diese hier. Das war eine LE. Die Elisab, eben auch von L'Oreal, da ist auch noch ein kleines bisschen drin und deshalb habe ich mir jetzt einfach mal die gekauft. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, eben auch, weil das Bürstchen so dick ist. Und jetzt fährt die Jalousie da hinten runter. Jawohl, ich weiß nicht, ob es vom Licht her jetzt noch passt. Jedenfalls machen wir weiter mit L'Oreal. Ich habe mir noch einen Eyeliner gekauft, mit dem ich übrigens super zufrieden bin. Also definitiv viel besser als die, die ich davor verwendet habe. Jedenfalls kann man damit einen perfekten Lidstrich ziehen. Also ja, auch mit meiner zittrigen Hand. Richtig toll, weil er auch schön, also nicht ganz breit ist, aber definitiv breiter als der, den ich davor verwendet habe, eben auch von L'Oreal. Und ja, ich habe mich auch von meinem Augenbrauenstift übrigens verabschiedet von L'Oreal, von dem ich eigentlich total begeistert war und zufrieden. Aber ich habe jetzt was anderes gefunden und zwar von Maybelline. Black Brown ist die Farbe und die Spitze ist eben so, so dünn, dass ich perfekt ja, die Augenbrauen eben nachzeichnen kann. Jetzt hatte ich, also ich bin da auch angefixt worden, mehrfach dieses Produkt hier gesehen von Got2b, von Schwarzkopf eben. Und zwar ist es eigentlich für diese Babyhärchen, ne? Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Es gibt einige, die sich hier dann so, ja, wie so kleine Muster reinmachen. Das ist jetzt natürlich nichts für mich, ist für die jüngere Generation. Aber ich hatte dann eben auch gesehen, dass es für die Augenbrauen ist, dass man die sich so ein bisschen nach oben kämmt und dann sind die fixiert. Ich mag dieses Buschige bei mir überhaupt nicht. Das sieht bei mir nichts aus, beziehungsweise ich kriege es auch gar nicht hin. Ich finde es bei anderen Frauen wunderschön. Kennt ihr das, wenn ihr auch klamottentechnisch irgendwas an der Frau seht und denkt, boah, sieht mega aus, aber es wäre nichts für euch? Und so ist es eben mit diesen buschigen Augenbrauen. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren und gucken, dass ich die so ein bisschen hochkämme und schaue, ob sie fixiert bleiben. Ich bin sehr gespannt. Auch hier werde ich euch berichten. Ansonsten habe ich mir nachgekauft von NYX aus der Lingerie, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Serie, diese Liquid Lipsticks. Oh mein Gott. Eigentlich ist es ein bisschen schwierig mit den ja, Lippenstiften, die ja so matt sind bei mir. Das mag ich eigentlich nicht so gerne, aber ich habe mir den hier nachgekauft. Wartet. Und zwar ist es die 02. Den mochte ich vor, keine Ahnung, 4, 5 Jahren so, so gerne. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Ich habe mir dann, ich bin so doof, ne, fast denselben Farbton noch gekauft, aber auf den Lippen sind sie doch nochmal anders. Blende ich euch am besten alles mal ein. Vielleicht ist es ja auch ein Tipp für euch,
wie gesagt, habe ich jetzt schon viele, viele Jahre. Ansonsten haben sie bei Essence einiges reduziert. Bin ich aber tatsächlich viel zu spät gekommen. Es war einer der letzten Produkte. Ich muss aber auch sagen, dass ich diesen ganzen LEs oder ja allgemein dem Ganzen nicht mehr so hinterherrenne wie zu meinen YouTube-Anfangszeiten. Es hat sich definitiv geändert, aber es kam ja auch der kleine Liam noch dazu. Jedenfalls habe ich dann diesen hier ergattert. Das ist ein Lip Liner und ich finde die Farbe so, so schön. Die gefällt mir so gut. Trage ich auch im Moment auf den Lippen. Nicht nur als Lip Liner, sondern ja, ich fülle damit dann eben auch die Lippen aus. Und der hat, glaube ich, nur 90 Cent gekostet. Der war eben reduziert. Jetzt werdet ihr lachen, habe ich mir noch diese Teile hier gekauft. Sind eigentlich für Männer. Ja, jetzt könnt ihr lachen. Die anderen, die eben für Frauen sind sozusagen, also ne, es gibt ja da kein Muss, wer das jetzt verwendet und wer es eben nicht verwenden darf, ein Quatsch. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht sind die ein bisschen besser, ein bisschen schärfer und halten dann vielleicht auch ein bisschen länger, weil die anderen wirklich nach kurzer Zeit bei mir einfach so stumpf sind und nicht mehr so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Deshalb habe ich mir die gekauft. So, dann war die Kamera aus, ne, weil sie plötzlich zu heiß geworden ist. Ich kneif übrigens auch die Augen so ein bisschen zusammen, weil mir hier gerade die Sonne richtig reinballert, was natürlich total schön ist. Wir machen weiter. Und zwar habe ich von Garnier dieses Micellen-Reinigungswasser nachgekauft. Mag ich super gerne. Ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Schüttel ich logischerweise vorher und reinige damit mein Gesicht. Ich habe hier immer diese Pads. Die mag ich sehr gerne hier in diesem Säckchen. Die kann man nämlich dann waschen, um jetzt nicht diese Einmal-Wattepads zu kaufen. Habe ich eben diese hier. Bin ich super mit zufrieden. Ich habe in der Zwischenzeit, also mein letzter DM-Haul ist ja eine Weile her, ich habe immer wieder mal was Neues probiert, aber ich bin jetzt wieder zurück hier beim Garnier Micellenwasser, weil ich das wirklich super gerne mag. Vor allen Dingen ist die Haut danach auch nochmal so ein bisschen gepflegt. Also es hinterlässt einfach einen richtig schönen Film. Ich wasche mir dann mein Gesicht natürlich logischerweise danach nochmal. Aber wie gesagt, ich mag es einfach super gerne. Ich habe mir dann noch eine Feile mitgenommen, ein 2-in-1 Produkt. Keine Ahnung, ich habe es mir nicht durchgelesen. Irgendwie hat sie mich angesprochen, weil ich sie gebraucht habe. Ne? Ich habe einfach nur schnell hingegriffen. Ich hatte nämlich den kleinen Liam dabei und mit kleinem Kind. Es ist immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn man bei DM ein bisschen was shoppen möchte, was man eigentlich vielleicht nicht so braucht, aber halt ein bisschen gucken möchte. Egal. Ich habe mir dann noch eine Lidschattenpalette mitgenommen. Also ich muss sagen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich jage diesen LEs nicht mehr hinterher, aber diese hier, die hat mich, also die Palette hat mich total angesprochen von Catrice, ist eine LE von dem Giacomo, also dem Maxime Giacomo. Den habe ich persönlich auch schon getroffen in Berlin bei einem Event. Und also ich habe sie mir jetzt nicht deswegen gekauft, sondern wegen der Farben logischerweise. Das sind so Erdtöne und auch so ein Rostton. Richtig Herbst fand ich richtig klasse. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich keine Lidschattenpaletten im Schrank, ne? Ich habe ja eigentlich ja, mit Beauty-Videos angefangen auf YouTube. Also es sind einige Paletten im Schrank. Aber ich wollte mal wieder eine neue kaufen, denn die letzte, die ich gekauft habe, ja, ist eine halbe Ewigkeit her. Und deshalb durfte diese jetzt hier mit. Richtig schön, schaut sie euch sehr, sehr gerne mal an. Das war es eigentlich soweit mit dekorativer Kosmetik. Ich habe dann hier noch für meinen Haaransatz meinen Magic Retouch gekauft. Oh mein Gott, also ohne das würde ich erstmal nicht so wirklich überleben. Wenn der Friseur nämlich keinen Termin frei hat, ja, rettet mich das definitiv. Einfach ja, auf den Haaransatz sprühen. Richtig, richtig klasse. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ich habe Zahnpasta gekauft, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Also hier zwei Packungen Blender Med, einmal 3D White und einmal Cool White. Ja, braucht man halt zu Hause, ne? Und der Liam hat neue Zahnbürsten bekommen. Die hat er sich tatsächlich ausgesucht. Einmal Carls und einmal, ich glaube, das ist Elsa Frozen. Also, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Carls kenne ich. Jo. Okay, dann habe ich das noch für den Liam gekauft von Bübchen. Ein Kindershampoo hat er wieder gebraucht, ganz dringend. Und das mag ich auch sehr gerne. Penaten oder Bübchen. Also ich wechsle da immer so ein bisschen ab. Jetzt können wir weitermachen mit dem Haushalt. Beziehungsweise ich hatte mir noch eine Spülung für die Haare gekauft von L'Oreal. Blende ich euch mal ein. Doppelpack habe ich da mitgenommen, weil das irgendwie im Angebot war. Verwende ich super gerne, weil ich jetzt hier gerade die Shampoos bzw. die Spülungen von Penaten sehe. Da habe ich mich auch mal so ein bisschen eingedeckt.
Das war auch ein Angebot hier. Ich weiß nicht, wie die sind. Also normalerweise habe ich Shampoo von L'Oreal, aber das hat mich irgendwie angesprochen, ne? Packaging, ist klar. Wir Frauen und Packaging. So, dann machen wir jetzt aber wirklich mal weiter mit dem Haushalt. Beziehungsweise ich habe jetzt hier, ja, ist auch irgendwie Haushalt, einen kleinen Tipp für euch. Diesen Holunderblütensirup. Ich glaube, das ist die Eigenmarke von DM. Ich bin mir gar nicht sicher. Ivorel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich den super gerne. Ich habe dann auch mal Rhabarber probiert, wie man sehen kann. Auch richtig lecker. Ist natürlich Geschmackssache. Was mich nervt, ist, dass es hier immer so bappig ist. Sagt ihr auch bappig? Klebrig, ne? Hochdeutsch. Aber richtig, richtig lecker als kleinen Tipp für euch. Gibt es auch noch in der Maracuja-Variante und so weiter. Aber Rhabarber und Holunder sind meine Liebsten. Dann habe ich noch eine kleine Tee-Empfehlung für euch. Einmal türkischer Apfel, kaufe ich immer für meine Jungs, lieben sie, und ich liebe italienische Limone von einer Teekanne. Ja, richtig, richtig lecker. Ihr seht, sind schon in Gebrauch. Ganz, ganz toll. Und man hat richtig, ja, so einen richtig leckeren Limonengeschmack. Da ist übrigens auch Honig drin, das sehe ich gerade. Ach, vielleicht brauche ich deshalb keinen Zucker. Jawohl. Guten Morgen, Heidi, wie gesagt. So, hier, Haushaltsprodukte. Also, einmal für meine Waschküche, Vanish. Ja, mit kleinem Kind bzw. Jugendlichen nicht verkehrt, wenn man das zu Hause hat. Verwende ich aber nicht ganz so oft. Also wirklich nur bei hartnäckigen Flecken packe ich das einmal mit dazu bzw. packe es in die Spülmaschine, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, die Spülmaschine packe ich es. Nein, natürlich nicht in die Waschmaschine. So, hier noch was für die Waschmaschine. Einmal Superweiß von Dr. Beckmann. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich kann es euch nicht sagen, wie es ist. Ich kann es euch gerne sagen. Vielleicht auf Instagram. Geht dann ein bisschen schneller, falls ihr mir da noch nicht folgt. Ich blende euch gerne mal hier meinen Namen ein. Auch Rossella Mia. Beziehungsweise packe euch einen Link unten in die Infobox. Da geht es immer schneller, so kleine Reviews quasi abzugeben, als auf YouTube. Weil so ein YouTube-Video, ja, das zu erstellen, bedarf dann doch ein bisschen mehr Zeit bzw. mehr Arbeit. Und so habt ihr einfach schneller meine Meinung dazu, zu einem Produkt, welches ich euch eben zeige, was ich eben gekauft habe. Ich habe dann noch hier total unspektakulär für die Toilette zweimal von Domestos ja, dieses Kraftgel eben gekauft. Einmal für hier oben und einmal unten fürs Kinderbad. Dann habe ich noch gekauft für die Spülmaschine, jetzt haben wir es aber, nein Quatsch, das ist auch nicht für die Spülmaschine, für die Waschmaschine, für die Spülmaschine, das habe ich schon verwendet, sorry, kann ich euch nicht zeigen, ist schon im gelben Sack. Hier, Hygiene, Waschmaschinen, Pflegereiniger, so sieht das aus. Und total unspektakulär von Profissimo, die Müllbeutel habe ich gekauft, die habe ich jetzt zum ersten Mal gekauft, ja. Kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Es sind halt Müllbeutel, ne? Und dann, wer schafft es, einen Putzeimer bei DM zu kaufen? Wahrscheinlich nur ich. Jedenfalls ist der andere Putzeimer kaputt gegangen. Der hat ein Loch. Das hatte ich aber nicht gemerkt. Denken wir noch so munter, Mensch, wann ist denn der Eimer endlich mal voll? Ja, bis ich gecheckt habe, dass er ein Loch hat. Deshalb ist er jetzt im Müll. Also hier einmal unspektakulär einen Putzeimer. Ach, das wollte ich euch auch noch zeigen für meinen kleinen Liam. Und zwar, also ganz kurze Geschichte dazu. Der Liam hat nie, oder die anderen Kinder auch nicht, diese Schlafsäcke benutzt, weil ich die nicht gekauft habe. So, weil ich habe da meine Meinung drüber. Okay, so, lassen wir mal da stehen. Jetzt hatte der Liam eine kleine Erkältung oder etwas größere, hat halt relativ viel gehustet und er deckt sich immer auf. Ne? Also dann decke ich ihn immer zu, er deckt sich wieder auf in der Nacht. Hat auch nur einen dünnen Pyjama an, weil er das eben nicht mag. Also gut, ich bei DM sehe dieses Teil zusammen mit meiner Freundin, denke mir so, ey, eigentlich ist das voll die gute Möglichkeit. Ne? Ist ja riesig und hier unten passen dann seine Füße noch durch quasi. Also er ist nicht so eingeengt in so einem Fußsack. Das kaufe ich. Habe ich knapp 30 Euro für bezahlt, 29,95. Hat er dann die erste Nacht angehabt und morgens meint er so, Mama, also das Ding, das ist total doof, das ziehe ich nicht mehr an. Ja, blöd. Vielleicht, weil ich das Kind nicht dran gewöhnt habe. Jedenfalls habe ich die Nacht ruhig geschlafen, weil ich gewusst habe, er ist schön warm eingepackt. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwie noch davon überzeugen, weil ich das wirklich richtig praktisch finde. Vor allem, weil er eben die Füße durchstecken kann und so nicht, wie gesagt, eingeengt ist.
Ja, ich finde allgemein hat DM richtig schöne Klamotten, auch für Babys. Habe ich auch schon einiges gekauft, wenn ich was verschenkt habe, so kleine Bodies oder eben so Oberteile, richtig süß. Jo, meine Lieben, das war es soweit vom DM, von meinem Einkauf. Ist doch nicht so viel gewesen, aber ja, das Video ist wahrscheinlich relativ lang. Wie immer bei mir, ne? Wie gesagt, ich kann mich nicht kurz fassen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration dabei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich packe euch dazu nochmal ein paar Infos mit dazu. Könnt ihr gerne nachlesen. Und jetzt wünsche ich euch nur das Allerbeste. Bleibt auf jeden Fall gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss von der Labertasche.